Ja, versuche ich mal im Gesamtoptik hier nicht viel zu verstellen, dann einigermaßen klappt. Ja, was haben wir Mitte Januar? Soweit alles ganz gut. Wasserwerte top, in Ordnung. Nochmal eine Fauna weggeschickt zur ICP. Da sieht man den falschen Mirakel. Arsch, der droht mir. Oh, ich bin gefährlich. Ja, genau. Jeder bringt sich so gut, wie er kann. Wo die Kamera hier? Ich bleibe aber dahinter, weil wir wird ja Korallen sehen. Hast du die ganzen Videos, wo man nur die Gesichter sieht und von den Korallen nur die Rede ist? Also hier die Monti, die wächst so ganz gut, obwohl die Form echt schwierig ist. Da bleibt immer alles hängen an Steinen. Die Muschel, die hält ja echt super. Guter Platz, so weg vom Boden, weg von den Krabbelfiechern, Borstenwürmer und Co., die das fressen wollen. Der Pilz ist jetzt ganz gut am Wachsen da unten, habt ihr mal verstellt. Die fühlen sich mit den Wasserwerten immer noch wohl. Die Orchidea normal mögen die ja lieber belasteteres, aber es geht nicht ganz so plüschig. Aber die wachsen auch wie dolle. Ja, leider kommt das mit den Farben, mit dem Phone nicht so rüber. Genau wie die Dips hier. Sieht man nicht ganz so. Hier habe ich so ein bisschen Problem. Weiß nicht, ob man das erkennen kann. Da ist so Gewebeauflösung. Aber unterhalb. Weiß nicht warum. Kann ich nicht sagen. Kann da auch nichts erkennen. Der Fachmann. Vielleicht eher, oder ich muss eine Lupe holen. Ja, sonst wächst super, ganz schnell, je nach Korallenart sieht man das eher oder weniger. Genau, das war auch der Grund dafür, wegen den Borstenwürmern, weil ich ja schon, boah, ich glaube, drei Muscheln mal verloren habe im Laufe der Jahre. Und ich die alte bodennah gesetzt habe. Und da waren die Borstenwürmer irgendwann schneller. Und jetzt hier so auf 10 cm Höhe stehen sie wunderbar jetzt schon Ewigkeiten. Jo, Jodgehalt stimmt auch. Das sieht man hier schön an der blauen auch. Das ist, ich mag so Anzeiger Korallen, wo man dann sieht, ja, okay, fehlt da oder hier. Den Kaktus habe ich da hinten hingesetzt, da kann er von mir aus rumzicken. Da hinten stört ihn keiner. Dann gehen wir mal einmal rüber. Ja. Genau, hier sind die Mini-Ableger, die ich mal zugelegt habe. Hier ist auch noch eine, kommt aber noch lange nicht so farblich wie hier die jetzt. Mal die sieht man schön mit blauen Dips. Sieht mal toll aus, obwohl ich ja, mir ist das, ob die jetzt blaue oder grüne, gelbe Dips haben. Hauptsache Ding jetzt gut, sieht gut aus. Genau. Deswegen habe ich hier auch separiert. Ein bisschen Zoa, das ist so ein flacher Stein, den kann ich weg rausholen zum Abernten. Wie auch immer. Ja. Da hinten ist die neue Pumpe, die gerade jetzt nicht läuft. Hab natürlich wieder gefummelt und dadurch Schwebstoffe, aber das ist halt so, stört nicht. Den Korallen tut es nicht weh. Ja, ansonsten ist die gut gewachsen hier. Schön nah zusammen. Ich hoffe nicht, dass die sich hier irgendwie was. Ne? Die wächst auch nur in die eine Richtung. Seltsam. Echt. Zwar auch in die Höhe so ein bisschen, aber die andere Richtung gar nicht. Als ob der Kampf um den Platz erstmal in die Richtung den Platz sichern hier. Ja, ansonsten
geht's dem Becken ganz gut. Kriegt man gar nicht ganz drauf hier. Ja. Nee, auch das Glasbecken nach Maß herstellen zu lassen, ist die richtige Entscheidung. Da hat man Ruhe und die Qualität, Verarbeitung spricht für sich. Was ich geändert hätte, wäre höchstens hier der Wasserstand, dass der ein bisschen tiefer ist. Ich werde mir noch einen Sichtschutz da machen. Was geht nicht so gut? Ja, das ist aber normal, ne? Da unten die Beschatteten da dann absterben. Und dann andere Platz finden. Das ist so. Oder ich müsste mal Gärtnern abstecken. Neu verkleben, aber muss nicht sein. Wie die Mini-Frex. Kaum größer wie ein Fingernagel. Kriegt man ja heute häufig. Die wurden auch immer kleiner. Früher gab es richtige. Heute kriegt man ja gerade mal so ein Köpfchen oder wie auch immer. Ja. Das ist so im Januar bis jetzt. Gucken wir die ICP dann sagt, die ich wegschicke. Ob das übereinstimmt mit der Dosierung. Dann klappt alles mit Fauna Marien. Muss halt dranbleiben. Genau. Sonst auch keine Fische gefunden und verloren. Ich meine, wäre ein bisschen wenig, könnte man sogar noch mal den einen oder anderen Fisch, aber ich mag lieber kleinere und bei den kleineren ist das Problem, dass er hier die Hand zum Fressen gern hat. Der kann, wenn er will, kriegt er so einen ganzen Friedmani rein. Aber das will ich ja nicht. Ja, das war's soweit. Dann bis zum nächsten Mal.